Ich wollte nur sagen, dass du eins deiner Opfer bist. Sie sagen, schade, doch. Geht los. Kann losgehen? Ja. Dann beginnen wir. Ich möchte Sie sehr, sehr herzlich begrüßen, wenn ich darf, auch im Namen des Max-Planck-Instituts, aber natürlich auch ganz konkret hier an der Fakultät, an der juristischen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, am juristischen Bereich. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, heute mit Günter Frankenberg zu diskutieren, ihm zuzuhören und dann zu diskutieren zum Wutbürger. Ich will inhaltlich gar nicht mehr sagen, das wird uns alles in der Präsentation dargeboten werden und sicherlich Anlass zu intensiver Diskussion geben. Ich freue mich, dass wir unseren Referenten begrüßen dürfen. Ich freue mich einmal mehr über die Kooperation mit dem MPI, dass wir auch wieder einmal die Gelegenheit haben, hier Gäste, die wir letztlich gemeinsam in Halle begrüßen dürfen, heute Abend mit Ihnen zu diskutieren. Das ist eine schöne Kooperation. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen. Danke an das Max-Planck-Institut dafür. Günter Frankenberg ist Kollege an der Goethe-Universität in Frankfurt mit einem Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung. Das seit 1993. Sein akademischer Werdegang ist geprägt insbesondere durch München, wenn ich das richtig sehe, und Bremen. Das sind sozusagen die Wurzeln. Er ist international tätig durch verschiedene Gastdozenturen und Tätigkeiten mit dem DAD und anders wie arrangiert, engagiert in den USA und anderswo. Günter Frankenberg hat sich immer wieder zum einen mit sehr klassischen Themen der Gefahrenabwehr im weitesten Sinne beschäftigt, aber zum anderen auch immer wieder mit Themen aus der Staatsphilosophie, der Rechtsphilosophie. Zentral, wenn ich das richtig interpretiere, aber korrigieren Sie mich bitte, immer wieder die Frage des Souveräns in ganz unterschiedlicher Perspektive, wie auch immer geartet, wie auch immer sich entwickeln. In vielen Publikationen, die Verfassung der Republik, zwar 1998 schon, noch gar nicht so lange her, aber immerhin erschienen, auch ein, wie ich persönlich finde, weiterhin sehr lesenswertes Buch, gerade auch für Studierende, und viele andere Publikationen, die in gewisser Weise auf der einen Seite, wie angedeutet, ein breites Spektrum unterschiedlicher Themen der Gesellschaft, des Staates, des Rechts im weitesten Sinne betreffen, aber auf der anderen Seite immer wieder auch die Frage eben sozusagen fundamentaler Fragen der Souveränität, von der Volkssouveränität zum Minderheitenschutz 1981 immer wieder diese Themen aufgreifen. Ich bin gespannt, inwieweit der Wutbürger mit Blick auf den Souverän und damit zusammenhängende Fragen uns heute auch beschäftigen werden, wie sie dargestellt werden. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Frankenberg. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft, zu uns zu sprechen, mit uns zu diskutieren. Und ich möchte ohne weitere Vorrede Ihnen das Wort geben, bitte. Ja, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung, für die freundliche Einleitung und natürlich, dass Sie alle gekommen sind. Eigentlich wollte ich nur zum Max-Planck-Institut kommen und wollte was lernen morgen über einen, damit ich meinen Aufsatz, der in Arbeit ist, verbessern kann. Aber dann wurde mir diese Kür noch angetragen und ich mache das gerne. Ich bin das erste Mal in Halle und finde es richtig schön hier und überrascht. Das ist doch ein kleines Juwel und ich hoffe, ich werde dem gerecht. Was ich machen werde, ist einen relativ kurzen Durchgang durch die Wutbürgerproblematik und zwar einmal so ein bisschen empirisch, dass wir uns nochmal verständigen, was es mit dem Wutbürger auf sich hat. Dann der zweite Schritt ist, was können uns die Politologen dazu sagen, weil wir Juristen brauchen ja immer Rat, weil der ist ja kein genuin juristischer Begriff. Und vielleicht am Ende oder in der Diskussion, das können wir sehen. Ich möchte es relativ kurz halten, dass wir Zeit haben zu diskutieren, dass wir am Ende dann nochmal überlegen, was kann man aus dieser ganzen, also wahrscheinlich weniger vom Wutbürger lernen, sondern von der
demokratietheoretischen Debatte in der Politikwissenschaft. Was können wir und natürlich schon aus den Protestphänomenen wir Juristen lernen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte des Wutbürgers. Entstehungszeitpunkt ist nicht 2010, das war das Erscheinen des Spiegel-Essays mit gleichem Titel. Wichtig ist, es ist der Wutbürger. Wichtig ist das Geschlecht und auch der Kollektivsingular, wie Koselleck wahrscheinlich gesagt hätte. Es ist nicht die Wutbürgerschaft oder der Wutbürger und die Wutbürgerin, sondern es ist der Wutbürger. Ein Essay von Kurpjuweit, der eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Allerdings war der Begriff keine Eigenschöpfung, sondern er ist zu finden ab, wenn ich mich nicht täusche, ab 2007, aber eher als Selbstbezeichnung, dass sich also eine Protestgruppe bezeichnet, Bürger in Wut. Und das ist schon mal was anderes. Also ich würde gleich sagen, aus einer Selbstbezeichnung wird eine Fremdbezichtigung durch diesen Spiegelartikel. Wieso? Ich muss zwei, drei Sätze zitieren, damit nochmal klar ist, was ist also die Quintessenz dieses Artikels. Er wird beschrieben wie folgt. Es wird gesagt, der Wutbürger bestimmt das Gesicht der Gesellschaft und den Geist der Zeit. Alles wörtliche Zitate. Er entspringt dem Schoß einer skeptischen Mitte, die bewahren will, was sie hat und kennt, zulasten einer guten Zukunft des Landes. Und jetzt komme ich. Zukunftsvergessen, gemeinwohlignorant und egoistisch treibt also der Wutbürger, Zitat wieder, die nackte Wut, treibt die nackte Wut gut gekleidete Grauköpfe in fanatischer Gegnerschaft, alles Original aus dem Spiegel, an die Bauzäune von Großprojekten wie etwa Stuttgart 21. Um diese zu verhindern, und dann ist jetzt ganz wichtig auch der Schluss, damit alles so bleibt, wie es war. Bevor ich es vergesse, man fragt sich, naja, was hätten die denn machen sollen? Dann kommt in dem Spiegel der Hinweis gegen Ende dieses zweiseitigen Artikels, so ein bisschen mehr Kontenance hätten die doch bewahren können, zumal sie ja doch alle so alt sind. Und dann wird ein angespielt auf die Buddenbrooks und man fragt sich, ob das ein wirklich kluger Rat ist für unsere Zeit und für den Umgang mit den Protesten oder den Protestanlässen, mit denen wir es zu tun haben. Also nochmal sozusagen pointiert, der Wutbürger hat folgende Eigenschaften: Egoismus, Hedonismus, Veränderungsangst, ein Schuss Fanatismus, Irrationalität und vor allem ein gesetztes Alter. Man hat so das Gefühl, das ist so die Rentnerbrigade oder der Volkssturm. Das also gleichsam zur medialen Aufbereitung und zur Empirie. Nun gibt es zur Empirie, das interessiert Sozialwissenschaftler mehr, aber so ein bisschen muss es uns auch interessieren, dass man sich fragt, was ist diese Beschreibung zutreffend? Das wollen wir doch als Juristen uns auch nicht nachsagen lassen, dass wir die Sache nicht angemessen erfassen. Zutreffend ist gerade, was das Alter angeht, dass gleichsam so im Zuge der Verschiebung des Renteneintrittsalters auch die Protestbereitschaftsgrenze sich verschiebt. Also etwa 68, wer das noch erlebt hat, ich glaube, ich bin der Einzige, deswegen werde ich auch viel über 68 reden, als ich auch noch. Natürlich. Also konnte man, also nach den Untersuchungen hörte ich spätestens mit 35 die Protestbereitschaft auf und jetzt sagt man, geht sie, also nach so langen Zeituntersuchungen geht sie jetzt also bis Ende 40 vielleicht sogar, also eher 50 ist dann so die Grenze. Aber insgesamt aufs Ganze gesehen kann man sagen, also dass wenn man die OECD-Zahlen zugrunde legt, dann liegen die protestierenden Alten immer noch über ihrem Anteil an der bundesrepublikanischen Bevölkerung, also unter 65 jetzt genannt. Das vielleicht nur so ganz grob. Das Wichtige ist mir also weniger auch die Beschreibung des Bürgers, sondern ich sage auch jetzt nichts noch also zu dem Gender-Aspekt, obwohl das können wir in der Diskussion machen, obwohl ich den interessant finde, sondern jetzt noch was zur Wut, weil das ist eigentlich das Interessante an dem Begriff. Klar, aber der hat auch natürlich für die Karriere gesorgt, der Wutbürger. Wenn die geschrieben hätten, protestierende oder erregte Bürger, das wäre nichts geworden, aber Wutbürger macht es. Und die Frage ist, eins muss ich wiederum ausklammern, weil wir das also in
sagen wir mal, einer halben Stunde ist das gar nicht zu gewährleisten. Was interessant ist, und ich kann das jetzt nur behaupten und Sie bitten, das zu überprüfen durch Lektüre, dass seit der Wiederauflage von Demokratie, das ist ungefähr, die kriegt ja einen guten Ruf erst wieder, also nach der Antike, gegen Ende des 18. Jahrhunderts und des 19. Das ist eigentlich immer noch die Republik, ist das edle Ticket, Demokratie kommt erst so richtig in Fahrt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und sie wird von Anfang an begleitet, das muss man sich nur noch mal klar machen, von also wirklich außerordentlich einer gehässigen Literatur. Das sind, also meine Favoriten sind, ist die katholische Gegenrevolution im 19. Jahrhundert, also die Namen wie Donoso Cortes und de Maistre und so weiter. Und dann wird, die Zitate sind überall auch zu finden, lieber die Diktatur als die Demokratie des Dolches und so weiter. Also das ist, sozusagen dieser Diskurs läuft eigentlich und da im, sozusagen im Bereich der politischen Theorie oder der Staatsphilosophie und er wird gleichsam nochmal unterlegt in der Psychologie. Also von, wobei Le Bon ist, im, wenn man die Massenpsychologie von ihm nochmal liest, ist eigentlich viel moderater als zum Beispiel die Schriften also von den katholischen Gegenrevolutionären übrigens bis zu Karl Schmitt. Also das ist ja auch eine, sozusagen genealogisch ist das eine Linie, ne? Das ist gar keine Frage. Das kann ich hier nicht machen, weil das wäre eigentlich das Interessante, wie die Behauptung, wenn ein Protest ist ein kollektives Phänomen, dass man diesen Protest zum einen individualisiert, reduziert, also glaub, auf die Befindlichkeit der einzelnen Person, die ist irrational, hier kommt noch dazu, sie ist alt, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Also das war nur, glaube ich, der provokative Gag für den Spiegel. Also die Reduktion eines kollektiven Phänomens auf individuelles Handeln. Und das Zweite ist, dass man sagt, suggeriert, das ist, was die machen, ist irrational und deshalb natürlich gefährlich. Und es gibt dazu, das habe ich also nicht erfunden, sondern ich konnte mich da auf Untersuchungen stützen, die gerade und also empirische Sozialforschung in Göttingen und sonst wo in Berlin am WZB, die haben wunderbare Studien gemacht, wie es dazu kommt, dass Personen sich Protesten anschließen. Und dann kann man feststellen, dann, die tun genau das, was wir Juristen abwägen nennen, nämlich sehr differenziert überlegen, was machen wir denn, sollen wir es machen oder sollen wir es lieber sein lassen. Und dass also gleichsam das sich anschließen einem kollektiven Protest durchaus das hat, was wir im Bauplanungsrecht kennen, nämlich Planungsschritte. Also es ist überhaupt nicht irrational. Das heißt nicht, dass sie nicht empört sind. Ich will also nicht die Emotionen wegreden, sondern ich möchte nur sagen, dass die Suggestion, das ist irrational, dass das einfach falsch ist und dass das eine demokratietheoretisch, politiktheoretische Vorgeschichte hat, ein Diskurs, den also insbesondere der von mir nicht sonderlich geschätzte, das weiß man, wenn man mich kennt, Karl Schmitt natürlich nochmal befeuert hat. Und auf eine interessante Weise auch die Sozialpsychologie, die klassische, die heutige macht das nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr vertretbar. So jetzt, was machen die Politologen daraus, soweit sie sich mit solchen Protesten beschäftigen und das gleichsam einlesen in Demokratie oder Demokratietheorie. Und es gibt interessanterweise, ich habe also sozusagen nach vielen Jahren mich mal wieder dann in die Demokratietheorie zurückbewegt und das war eigentlich sehr spannend, weil man kann sehen, es gibt ziemlich klar drei Lager, ist so ein bisschen unangenehm, aber drei Stränge. Es gibt einmal die pessimistische Demokratietheorie, die sieht auch in dem Phänomen dieses Protest, dieses ungezügelten Protest eine Verfallserscheinung, jedenfalls eine Krisenentscheidung und liest die ein in Vorstellungen von Postdemokratie oder auch Postpolitik. Das sind Begriffe, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Und das Buch von Crouch über die Postdemokratie ist auch ein richtiger, also Hit geworden, weil alle natürlich sagen, was kann das denn wohl sein nach der Demokratie? Wichtig sind die drei Charakteristika, die herausgearbeitet werden, nämlich erstmal zum einen, Sie werden sehen, das ist nicht so ganz unter einen Hut zu bringen, ganz leicht die Herrschaft der Eliten, also dass wir es zu tun haben, also diese Postdemokratie ist charakterisiert durch die Herrschaft der Eliten,
Ich habe das sozusagen noch gleichsam das ergänzt durch die Vorstellung, dass also plötzlich statt Rechtstechnik Staatstechnik eine Rolle spielt, die sich gleichsam eher hemdsärmlich über rechtliche oder rechtsstaatliche Voraussetzungen hinwegsetzt. Der zweite Aspekt ist, den könnte man verkürzt darstellen als die ökonomische Kolonisierung von Politik, also dass immer mehr ökonomische Begriffe in das Politische einwandern und es definieren, das eher noch wie nette, wie soll man sagen, die nette Formulierung am Anfang ist die von Clinton, it's the economy, stupid. Das findet man ja irgendwie noch ganz nett, vor allem wenn man ihn dann sah mit seinen ganzen ökonomischen Beratern. Aber es wird schon, ist schon ernst zu nehmen, wenn von marktkonformer Parlamentarismus oder marktkonformer Demokratie gesprochen wird, auch unserer Kanzlerin. Das dritte charakterisierende Merkmal, auf das der Pessimismus sozusagen seine Verfallstheorie baut, ist die Vergeheimdienstlichung von Politik. Und das ist ja im Grunde in den letzten Jahren so bedrängend plausibel geworden, dass ich das auch jetzt hier nicht ausführen muss. Das ist auch nicht unmittelbar, hängt das zusammen mit den Protesten, weil die Proteste richten sich, wie ich gleich noch sagen würde, gegen etwas anderes, also Big Data, Prism, NSA. Die Frage ist jetzt, ob die Diagnose richtig ist, dass wir es zu tun haben mit einer Art ziviler Desertion, also dass die Bürgerschaft aus der Öffentlichkeit desertiert. Der Begriff ist von Gaucher und ich finde ihn sehr anschaulich und fast noch anschaulicher als den Ausdruck Bowling Alone, dass also die Leute sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und die Indizien, die genannt werden, sind fast immer die gleichen, ich habe heute nochmal die FAZ gelesen, weil die Zugfahrt war schön und lang.
bilden auch, die sich Sachverstand anlesen. Und das andere sind die abgehängten Passiven. Insofern ist die Krisendiagnose richtig, wenn man also auf die Passivbürger schaut. Zweiter Aspekt, welche Formen der Beteiligung geht es denn, wenn wir davon reden oder diagnostisch sagen, ja, das ist also Flucht aus der Öffentlichkeit, also zivile Desertion, oder wenn wir sagen, nee, das ist doch Zeichen von demokratischer Vitalität, dann ist es wichtig zu sehen, dass wieder jetzt die sogenannten Aktivbürger oder Bildungsbürger, wenn wir die mal so nennen, dass sie privilegiert werden. Also die runden Tische, Mediationsverfahren und andere sind eigentlich alles Partizipationsformen, die also argumentative Kompetenz voraussetzen, die voraussetzen, dass man sich in einem solchen Kreis auch, dass man auch steht und was sagt. Und das ist wiederum die Schere, die ich vorhin genannt habe, also zwischen den abgehängten, bildungsfernen Bürgern und denen, die sich engagieren, dass sie auch durch die Form der Partizipation größer wird, also Bürgerforum. Es ist immer etwa die gleiche Zusammensetzung. Drittens, das habe ich damit schon also fast mitgenommen, welche Qualifikationen sind erforderlich, also welche politischen Qualifikationen sind erforderlich für diese Art von Protest. Das meine ich eben, das sind die Modernisierungsgewinne, die oberen Bildungsschichten, die Mittelschichten generell werden privilegiert gegenüber den Unterschichten. So, das Ergebnis ist, sind zwei Punkte, die finde ich wichtig, weil die möchte ich gerne mitnehmen, dann auch in eine vom politischen dann langsam herüberwandelnden Perspektive ins Juridische. Es gibt zunächst mal eine Divergenz. Wenn diese Trends richtig beschrieben sind von mir, ich glaube, das sind sie, weil es gibt einfach unglaublich viel Material, also viele Studien, die sich auch in dem Punkt nicht widersprechen, also diese Schere oder diese doppelte Schere. Es gibt einmal eine Divergenz von demokratischer Idee und Regierungsform. Daraus leiten die Pessimisten ihre Diagnose ab, dass Demokratie in einem Prozess des Verfalls sich befindet. Es ist auch nicht so wahnsinnig neu, hat, wie ich finde, mit dem Gutbürger relativ wenig zu tun, liegt weit vor 2010 oder 2007. Das hat, und zwar an folgenden Aspekten kann man deutlich sehen. Erstens, es hat eine Verschiebung im politischen System stattgefunden von parlamentarischer Diskussion, Beratung und Entscheidung hin zu politischer Führung. Wir müssen mal die Zeitungskommentare oder die Fernsehkommentare lesen bzw. hören, dann werden Sie feststellen, es wird prämiert von den Medien die gute Führung, also die energische Führung. Gute Führung meine ich jetzt also, dass jemand sich als Führer darstellt. Und damit verschiebt sich im Grunde auch langsam die Perspektive von den parlamentarischen Körperschaften zur Exekutive, das ist so. Das habe ich auch ausführlich beschrieben und kritisiert in meinem Buch in der Staatstechnik. Ich will das auch nicht nochmal wiederholen. Und das letzte Beispiel wäre im Grunde auch der Fall Juncker, wo alle dachten, das Parlament, das Europäer, das macht hier was. Und jetzt wähle ich mal, weil vielleicht lohnt es sich ja doch mal. Und dann denke ich, hoppla, das wird ja ganz anders, die Karten werden anders gemischt. Und da ist so einer in England, das sind alles Exekutive. Heinz, die das Spiel jetzt machen und kommen. Das muss man mal sehen. Das Parlament muss im Grunde jetzt abwarten, die legen die Hände in den Schoß, die können in Straßburg immer schön essen gehen, das ist ja auch nicht schlecht. Aber im Grunde werden sie gleichsam kalt enteignet. Man kann sagen, Europa, das ist ja nach Gemeinschaftsrecht oder Europarecht, ist ja okay. So soll das ja auch sein, aber das war im Grunde, beim Wahlkampf hat man das noch anders gehört. Das zweite ist eben, dass diese Entparlamentarisierung, man kann ja sagen, dass ich will das nicht bewerten, ich sage nicht, dass es nicht so sein müsste. Man kann ja sagen, das ist jetzt so, wir brauchen eine neue Form von Demokratie, der Parlamentarismus hat sich überlebt. Das ist nicht mein Argument, ich wollte nur sagen, ich sage nur, es hat eine Verschiebung stattgefunden und was ich daran problematisch finde, dass es verschiebt sich so ein bisschen hin zur Führung. Und dann ist es auch nicht mehr weit, dass wir sagen, wir haben so eine Prämie für
dezisionistische Formen des Regierens, vorsichtig formuliert. Dazu gehört auch, dass wir eine Verschiebung haben von Republik, Publikation, öffentlicher Darstellung, öffentlicher Rede hin zur Arkanpolitik bis hin zu den Geheimdiensten. Das muss ich, glaube ich, auch nicht weiter erläutern. Und interessant ist dann der dritte Aspekt, dass es sowas gibt wie eine Metaphysik der Sachzwänge, und dahinter steht natürlich der Experte. Wobei klar ist, in komplexen Systemen braucht man Expertise. Ich sage aber nicht, wir kommen ohne Experten aus. Ich hätte es ganz gerne, dass die Expertise auch da lokalisiert ist, wo sie kontrollierbar ist, also etwa im wissenschaftlichen Dienst Bundestages und sonst wo, oder auch der Ministerien, das ist völlig klar. Aber wir haben sowas, dass sich die Experten frei machen, praktisch von den Mechanismen und Verfahren politischer Kontrolle. Und dann, das ist eine Verschiebung, die ist demokratietheoretisch, die muss man schon also relativ sensibel, finde ich, diagnostizieren. Und das führt wiederum dazu, wenn es auch nur einigermaßen richtig ist, dass bei uns Experten eine unglaubliche Rolle spielen, in den vielen Sachverständigenräten und in den Beiräten und was es alles gibt, Gutachter, dass die Gruppe der Bevölkerung, die uns vorhin schon verloren gegangen ist, also ich nenne das jetzt mal auch polemisch die Unterklasse, die wird einmal mehr entmutigt, weil die natürlich sich nicht traut, was soll der machen, wenn da jemand kommt und sagt, das weiß ich, der Wertschutz in Biblis, in dem Atomkraftwerk ist völlig okay. Und soll ich das sagen? Nein. Oder wenn ich sage, ja, das mit den gentechnischen Versuchen ist völlig okay, da springt nichts über. Was soll ich denn sagen? Also gleichsam Bildungsferner auf diese Sache. Ich habe überhaupt keine Sachkompetenz und es findet sogar statt, ich nenne das mal eine systematische Demoralisierung. Und die Einzigen, die also eine Chance haben, dann auch, das wären dann wiederum die Bildungsschichten, die Gegenexperten. Und wir sehen, es wird schon dramatisch, das Bild, also dass wir so eine gespaltene Gesellschaft haben, dass die einen immer weiter abgedrängt werden und die anderen, wenn sie sich richtig reinhängen, haben eine Chance. Und wobei dann immer die Gefahr ist, dass sie korruptiert werden und dann sind sie im Grunde also für eine Demokratie in einem gehaltvollen Sinn auch verloren. Das ist also die Krise von Demokratie als Regierungsform. Und ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig aufregend. Alles, was ich Ihnen gesagt habe, das kann man so vereinzelt verstreut hier und da schon lesen. Das ist nicht besonders. Was mich also an dieser mittigen Demokratie-Theorie oder an diesem Diskurs interessiert, und den habe ich vielleicht ein bisschen radikalisiert, aber auch nicht viel, ist also die Vorstellung, dass es eigentlich nicht nur um Demokratie als Regierungsform gehen kann, sondern um Demokratie als Lebensform. Dass Demokratie nur dann auch, wie soll man sagen, dass sie dann auch nur vital ist, und zwar mehr als in diesem von den optimistischen, von den Theorien behaupteten Sinne, wenn Demokratie auch so etwas Lebendiges hat. Und das mache ich fest an zwei Aspekten. Und zwar, das ist jetzt so ein bisschen heikel für Juristen, auch die Juristen finden das meistens immer ganz schrecklich, weil da geht ihnen das Formale so ein bisschen verloren. Das eine ist der agonale Aspekt von Demokratie, und wem das also zu sehr nach der Kopfschmerzen würde ich gehen, schlage ich vor, Sie sagen Demokratie als Streit und Wettbewerb, das ist ja irgendwie auch einleuchtend, das wird uns ja schon in der Schule so gesagt. Und die vier Merkmale wären, also Demokratie hat mit Streit zu tun, öffentlich, Wettbewerb nach gleichen Regeln und, das ist jetzt wichtig, es muss um zentrale Themen und Kontroversen gehen. Und was ich ganz schön finde in der FAZ von heute, da steht auch drin, Werte von vor 50 Jahren würden schon deshalb nicht mehr erreicht, also in der Wahlbeteiligung, weil es damals noch um etwas ging. Und diese Formulierung, weil es damals noch um etwas ging, ist genau, was ich meine. Es muss in der Demokratie um etwas gehen und nicht darum, etwa welche Farbe das Jackett von Frau Merkel hat, ob es heute wieder rosa oder lindgrün ist oder ob sie abgenommen hat, sondern es muss wirklich, das Publikum muss das Gefühl haben, es geht um Sachen, die für mich von Belang sind, was weiß ich. Die 8, die 9 in der Schule, also um die Ausbildung meiner Kinder. Oder es muss gehen um ein gerechtes Steuersystem und sowas. Und das darf nicht nur geredet werden, sondern es muss darum gehen. Und dazu gehört auch, dass ich also die Erfahrung mache,
dass es demokratisch geht. Das heißt, ich muss Zugang haben zu den Entscheidungsprozessen. Also dann muss es auch in der Wahl um etwas gehen, wenn das einer der Entscheidungsprozesse ist. Ich muss eine Stimme haben, das heißt, eine Stimme haben nicht nur eine Wahlstimme, sondern ich muss auch gehört werden können. Ich muss Handlungsoptionen haben, dazu sage ich gleich noch was. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, es gibt mehr Optionen und ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt A, B oder so mache. Ja, und wie gesagt, dann muss es um etwas von Belang gehen und eben nicht nur politische Routine, die dann, was weiß ich, im Bundestag oder in den Gemeinderäten oder sonst wo routinemäßig abgearbeitet werden. So, jetzt überblättere ich und sage noch einen, weil ich hatte zu den Beiräten und Sachverständigenregeln zu dieser Verlagerung schon was gesagt, weil da wird mir ja noch relativ viel genommen, wenn immer wieder gesagt wird, ich habe hier ein Gutachten und damit ist auch die Sache erledigt. Und eine andere Verschiebung, die uns Juristen, glaube ich, nicht so auffällt und auch vielleicht gar nicht so unangenehm ist, aber die genauso eine Verschiebung hin zur Expertise und zu den Experten nimmt, ist auch die Verschiebung nach Karlsruhe. Das heißt, mir werden Handlungsoptionen auch dadurch genommen, dass gesagt wird, naja, der Konflikt liegt schon in Karlsruhe auf und die entscheiden jetzt. Und wenn die jetzt entscheiden oder auch wenn der BGH entscheidet, dass also die Radfahrer dann doch nicht bezahlen müssen, dann brauche ich erstmal darüber mir keine Gedanken zu machen, weil da habe ich jetzt nichts dazu zu sagen, wenn ich ohne Herfahrt. Oder wenn ich weiß, in Karlsruhe wird über die nachträgliche Sicherungsverwahrung, dann muss ich erstmal abwarten, was in der Politik war, wieder sowieso auf, den warte ich auch ab. Also da habe ich auch gleichsam eine Verschiebung aus der demokratischen Öffentlichkeit. Das sind halt nicht die technischen Experten, sondern das sind die Rechtsexperten, die dann sprechen. Und das Zweite, was ich wichtig finde, und für mich ist das also schon ziemlich eindrucksvoll, ist die Diktatur der Alternativlosigkeit. Dass wir immer mehr bei Themen, wo wir doch einige Optionen haben könnten, konfrontiert werden mit dem Hinweis, es gibt hierzu keine Alternative. Erfunden wurde diese Politik, sage ich mal jetzt etwas kühn, ohne das intensiv hinterfragt zu haben, von Margaret Thatcher. Man nannte das Modell Tina, und nicht Tina Turner, das hätte ich toll gefunden, sondern das heißt, there is no alternative. Und wenn Sie nur mal überlegen, wie oft Sie in den letzten Jahren mit der Phrase konfrontiert wurden, es gibt keine Alternative zur europäischen Rettungspolitik, gab es keine Alternative, zu nichts gab es eine Alternative. Und wenn Sie jetzt mal sich anschauen, Projekte, die uns auch in den letzten, der Hülland weiß das noch besser als ich, in den letzten Jahrzehnten uns verkauft worden sind, als ohne Alternative, Kalka, der schnelle Mutter, ist jetzt ein Freizeitpark. Diese einbahnige Trasse oder diese Einschienenbahn existiert nicht. Also die brauchen wir, keine Alternative, weil sonst sind wir technologisch nicht vorne. Der Flughafen Kassel-Calden, da landet kein Mensch, da startet kein Mensch, oder es sind so viele, dass sie, also da können die Schulklassen hinführen, damit man ein bisschen was abgeht. Was haben wir noch? Das Endlager Dornheben haben wir auch wieder, ist wieder aufgelöst, jetzt sucht man neu. Andere war früher mal verkauft, und das stimmt. Als ohne Alternative. Das heißt, das signalisiert die Erschöpfung der Vorstellungskraft der politischen Klasse und zugleich aber auch wird das, was ich vorhin die Metaphysik der Sachzwänge genannt habe, wird jetzt gleichsam nochmal aufgelegt als die Metaphysik der Alternativlosigkeit. Das ist der agonale Aspekt von Demokratie, der meines Erachtens notleidend ist und dazu führt, dass die Bürger und Bürgerinnen wütend werden. Ich finde, zu Recht. Der andere Aspekt, das ist der theatrale, das ist noch schwieriger für Juristen, ist das nun ganz die Vorstellung Demokratie als Theater der Leidenschaften, dann sagen natürlich alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf nicht wahr sein. Was ich nur meine ist, es ist die ästhetisch expressive Seite. Demokratie hat auch was mit sich ausdrücken zu tun und wenn man es nicht für politisch gefährlich hält, dann kann man auch sagen, es soll etwas in einer anschaulichen Weise zur Sprache gebracht werden. Es soll auf der politischen Bühne öffentlich inszeniert werden und in den Wahrnehmungshorizont des Publikums eingestellt werden. Das wäre auch meine Antwort, wie man verhindern kann, dass diese Schere zwischen Unterklasse und Oberklasse-Mittelschicht sich noch weiter
öffnet. Und wenn Sie, da könnte man auch sagen, ein Forum dafür wäre die Talkshow, aber wenn Sie sich die Talkshow anschauen, was ich bin dazu körperlich kaum noch in der Lage, dann werden Sie feststellen, dass die Politiker zwar immer Worte haben, aber keine Sprache. Es wird nichts mehr wirklich vermittelt, übersetzt in die Sprache. Und auch wenn die Politik außerhalb der Talkshows ihre Projekte vorstellt, dann sind die von einer solchen, wie soll man sagen, Abstraktheit. Also ihnen fehlt jedes Theatralische oder jedes Moment, an dem man sich wirklich, wie soll man so, ja, die Fantasie auch entwickeln kann. Zum Beispiel der, was die Amerikaner New Deal nennen, das nennen die Agenda 2010. Das ist so abstrakt und ist im Grunde nochmal eine Bekräftigung des Expertenmanagements. Oder was man auch nennen könnte, die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, das heißt bei uns Hartz IV. Wiederum wird da nochmal gleichsam ein Experte, der hinreichend diskreditiert ist, der wird gleichsam nochmal jetzt zum Standardbegriff, ohne dass damit, es wird nichts mehr vermittelt, es wird gleichsam nichts mehr rübergebracht und gleichsam auf der Bühne unseres politischen Theaters, da fehlt etwas, das würde ich nur sagen. Was können wir, ich bin gleich fertig noch, wenn Sie mir noch 3 Minuten geben, bin ich durch. Was lässt sich daraus sagen oder was können wir als Juristen daraus lernen? Erstens denke ich, wir sollten daraus lernen, dass wir Demokratie nicht nur als Regierungsform verstehen sollten und dass wir uns überlegen sollten, was kann gleichsam Recht dazu leisten, dass diese Regierungsform, wenn wir sie für sich zunächst mal betrachten, wie kann man sie besser verstehen und auch wie kann man sie verbessern. Und wenn man also beide Aspekte Demokratie als Regierung und als Lebensform zusammenbringen will, dann ist man noch, wenn man noch einen Schritt weiter geht, ist man bei dem Lebensort, das ist die Stadt oder das ist die, im weitesten Sinne, also die große Wanderung um die großen Städte auch. Und dann geht es darum, um die Wiederaneignung des städtischen Raumes, weil da ist ja Politik vermutlich halt noch am aussichtsreichsten, ja, politisierbar, um dann so eine etwas tautologische Formulierung zu benutzen. Und dann müsste man von da in den nächsten Schritt gehen, in das Recht, dass diese Räume verplanen. Und dann, das sagen eigentlich alle Planungsrechtler, ich war ganz überrascht, die sagen das und mit denen ich darüber gesprochen habe. Die Kritik fast alle, und das ist unabhängig von ihrer parteipolitischen Orientierung, ist, dass es bei allen Großprojekten, wo es zu Protesten gekommen ist, also ob es Trassen sind oder ob es Stuttgart 21 ist oder was auch immer, bei allen diesen ging es eigentlich immer nur um die Machbarkeit. Es wird nach Machbarkeitsstudien gemacht. Die Wünschbarkeit eines solchen Projekts wird im Grunde so lange aufgeschoben, solange sich nicht Protest regt. Und dann ist es meistens zu spät und dann sagt man too big to fail. Wir haben schon so viel investiert, jetzt müssen wir es noch durchziehen. Also es ist ganz interessant, dass unser Planungsrecht, das Bauplanungsrecht, das gute alte Bauplanungsrecht, im Grunde nicht darauf eingestellt ist, bei solchen sehr hochsensiblen, komplexen Projekten zunächst mal sagen, okay, wir machen mal eine Pause, wir haben ja viele Beteiligungsformen, die allerdings auch weit weg sind von wiederum der Unterklasse. Wir gucken erstmal, ist das überhaupt wünschbar, sondern wir sagen, das ist politisch entschieden, die wollen es und die Politik will es, dann müssen es die Bürger auch so wollen. Und wenn dann ist es klar, dass im Nachhinein immer der Protest kommt und im Nachhinein, wenn man merkt, das ist also auch erfragt worden, gerade bei den Protestierenden in Stuttgart 21, die sind, da haben das Gefühl, es hört uns überhaupt keiner zu. Oder erst dann, wenn es längst zu spät ist. Ich meine, aber es war doch ausgelegt. Also das, ich denke, das kann man daraus lernen und wahrscheinlich einiges mehr. Und das, vielleicht das ist das Entscheidende, ist, dass wir als Juristen lernen müssen, dass die Bürger nicht nur Einwender sind und auch lästig, sondern ja, für die Verwaltung, die planende Verwaltung, Partner auf Augenhöhe. Vielen Dank.